In dieser Gemeinde gibt es ein eigenes Geld. Dieses Geld dient der Nahversorgung und es bleibt im Dorf. Mit diesem Geldsystem gewann die Gemeinde den Europäischen Dorferneuerungspreis 2010. Doch sehen Sie selbst. Frau Schmidler, können Sie uns erzählen, wie Sie auf diese Idee gekommen sind? Ich bin seit 2003 Mitglied im Talentetauschkreis Vorarlberg und überlegte mir, wie ich diese Idee dem Dorf näher bringen kann. Als es dann darum ging, was wir tun können, um den Neustart eines Lebensmittelgeschäftes zu unterstützen, da kam alles ins Rollen. Ich war damals Mitglied vom Team Lebenswert Leben und befasste mich mit dem Thema Tauschkreis und Regionalwährung etwas intensiver. Und der Christian und ich haben uns dann aus diesem Team heraus mit den Verantwortlichen der Gemeinde zusammengeschlossen und es entstand das Talente-Team. Die Arbeitsgruppe Talente formierte sich und überlegte sich, wie sie das System des Talente-Tauschkreis Vorarlbergs in unser Dorf umsetzen ließe. Und nach vielen Gesprächen, Diskussionen, Workshops haben wir dann den Talente-Gutschein geboren. Und nach einjähriger Vorarbeit konnten wir dann das Talente-Projekt zusammen mit der Dorfladeneröffnung starten. Herr Nussbaumer, so ein System braucht einiges an Wissen und Planung. Konnten Sie das alles selbst machen? Nein. Wir haben eine tolle Unterstützung von Seiten des Talentetauschkreises Vorarlberg in der Person von Gernot Jochum Müller erfahren. Gemeinsam haben wir die Parameter erarbeitet und festgelegt. Frau Schmidler, wie funktioniert das eigentlich? Heute ist es so, dass jeder fünfte Haushalt inzwischen ein Talente-Abonnement bezieht und damit die Nahversorgung und die Arbeitsplätze im Dorf unterstützt. Das heißt, wir haben also mit 25 Abonnements angefangen und sind mittlerweile bei 70 Haushalten. Die Abonnenten haben den Vorteil, dass sie für den Bezug von den Talente-Gutscheinen 5% Rabatt bekommen. Wenn jemand diese Vorteile für sich nützen möchte, was sind die ersten notwendigen Schritte dazu? Als erstes geht man auf die Bank und bestellt dort das Abonnement. Das kann von 25 Euro bis 300 Euro monatlich sein. Und dieses wird dann ab dem 15. jeden Monats im Postledele ausgegeben. Und der Einzug erfolgt durch die Bank. Herr Nussbaumer, welche Rolle spielt die Raiffeisenbank? Die Raiffeisenbank ist quasi die Hüterin unserer Langenecker Talente-Währung. Sie wickelt die Ausgabe und den Rücktausch ab. Weiters werden von dem Team der Raiffeisenbank die Buchungen vorgenommen. Was bekommt die Bank dafür? Die Raiffeisenbank sieht sich als finanzieller Nahversorger im Dorf. Diese Dienstleistung sehen wir als genossenschaftlicher Auftrag im Sinne der Dorfgemeinschaft. Dann fragen wir jetzt den Herrn Bürgermeister, was er davon hält. Herr Bürgermeister Mosbrucker, würden Sie uns bitte erklären, welchen Effekt die Einführung der Talente-Gutscheine auf die Gemeinde hat? Ja, die Einführung der Talente-Gutscheine hat eigentlich dreierlei Auswirkungen auf unsere Gemeinde. Zum einen war einmal das eigentliche Ziel, die Wertschöpfung im Dorf zu halten. Die Gemeinde bezahlt die Förderungen in Form von Talenten aus an Private, an zum Teil an Betriebe, aber natürlich auch an Vereine. Und damit ist sichergestellt, dass dieses Geld wieder in kurzen Kreisläufen wieder zurück in die Gemeindekasse fließt. Das ist das eine. Aber sehr wichtig ist uns auch, dass das Bewusstsein der Bevölkerung geschärft wird für die Bedeutung der Nahversorgung. Es ist nicht selbstverständlich, dass
in einem kleinen Dorf wie Langenegg mit 1100 Einwohnern diese Strukturen der Nähe noch am Leben erhalten werden können. Da braucht es das Zusammenhalten der ganzen Bevölkerung und durch dieses Talente-Projekt wird das doch sehr gefördert. Ja, und als drittes ist es dann so, dass dieses Projekt Aufmerksamkeit erregt, weiter über unsere Gemeindegrenzen hinaus. Es kommen Besuchergruppen aus ganz Europa zu uns, die wollen Informationen dazu haben, zu diesen Langenegger Talenten, wie das funktionieren kann. Dass eine Gemeinde den Mut hat, selber Geld zu drucken und auszugeben. Und ja, die bleiben dann hier und kehren zu. Und darauf sind wir eigentlich stolz und auch froh darüber, dass das Dorfleben damit belebt wird. Zusätzlich übernimmt die Gemeinde die Verwaltungskosten für dieses Talente-Projekt. Da fällt doch einiges an, man muss das drucken, man muss Öffentlichkeitsarbeit machen und so weiter. Was hier anfällt an Kosten und nicht abgedeckt werden kann durch den Rücktausch von Talenten, diese Ausfallshaftung, die übernimmt die Gemeinde. Und damit ginge natürlich auch einher, dass diese Schnäppchenjagd ein Ende hat und die Menschen nicht danach jagen, wo bekomme ich etwas noch billiger, egal wie viel Transportkosten dahinter sind, die dann die Allgemeinheit zu tragen hätte, sondern dass sie Artikel kaufen, auch unter dem Gesichtspunkt, wie weit entsprechen sie meiner Verantwortung für die Gesellschaft. Frau Gisling, wie wichtig sind die Talentegutscheine für euer Geschäft? Also ich finde die Talentegutscheine für unser Geschäft sehr wichtig, weil einfach ein Teil von der Bevölkerung hinter im Dorf bleibt und das natürlich für unseren Laden gut ist, für unseren Umsatz. Durch die Talente, durch die Prozente, was es durch die Talente gibt. Ich meine, es gibt jetzt noch, wo sicher jetzt noch Leute, die auswärts fahren, aber es gibt halt derjenige, die kaufen die Talente und bleiben darum da. Und darum denke ich, wenn es jetzt Talente jetzt nicht gäbe oder wie es früher halt nicht gehen hat, denke ich, dass schon mehr auswärts gefahren sind. Kann ich mir also schon vorstellen. Und so, ich denke mal, halt, so wie ich denke, ich spare mir so Benzin, ich kriege 5%. Und ja, ist eigentlich meiner Sorge eine sehr gute Sache. Ich war am Anfang, muss ich ehrlich sagen, klingt skeptisch, weil ich nicht gewusst habe, was kommt auf mich zu. Und ja, was ist das? Und ich habe es nicht kennt. Und mittlerweile bin ich nur überzeugt davon. Und ich tue jetzt jedem anraten, um wirklich sich die Talente zu holen. Ich denke, dass es ohne die Talente fast nicht mehr ginge, dass man so einen Markt einfach erheben kann. Und auch meine Mitarbeiter haben die meisten auch Talente, weil einfach das sind 5%. Wenn das auf Monat, aufs Jahr ausrechnet, ist das einfach ein kleines Geld, wo sonst was du kannst, eine kleine Nullage oder halt, ja. Das merkt, man merkt es einfach. Und ich selber ja. Die Langenegger Talente als regionale Währung sind ein maßgeschneidertes System für die Bedürfnisse der Gemeinde. Der Erfolg gibt uns recht. Der Dorfladen macht zwischenzeitlich mehr als 10% seines Umsatzes in Langenegger Talenten und auch die anderen Betriebe im Dorf profitieren davon. Insgesamt wurden seit Bestehen Langenegger Talente für 300.000 Euro in Umlauf gebracht. Allein im letzten Jahr haben wir Langenegger Talente für 140.000 Euro verkauft. Zum Jahresende waren über 50.000 Euro in Form von Langenegger Talenten im Umlauf. Das ergibt eine große Wertschöpfung für das Dorf, da jeder dieser Scheine nachweislich viermal verwendet wird, bevor er zurückgetauscht wird in Euro. Erfolgsentscheidend ist neben dem maßgeschneiderten Konzept das große Engagement seitens der Gemeinde, der örtlichen Raiffeisenbank, dem Postleiter der Lebenshilfe und natürlich dem ehrenamtlichen Team, das die gesamte Hintergrundarbeit leistet. Aktuell gibt es auch Überlegungen, das Zeitlauschsystem des Talentetauschkreises zur Förderung der Nachbarschaftshilfe im Dorf einzusetzen. Aufgrund der professionellen Abwicklung durch die Talentegenossenschaft hat sich dieses Modell in andere Regionen Vorarlbergs ausgebreitet. Es gibt den Walsertaler,
im Biosphärenpark Großes Walsertal, den Klostertaler für die Region Klostertal und im Herbst 2011 startet die Region Walgau mit dem Walgauer. Wir gratulieren unserem Mitglied, der Gemeinde Langenick, zum Mut, als erste Gemeinde ein solches System erfolgreich einzusetzen und zum Europäischen Dorferneuerungspreis. Man sieht, regionale Gelder gezielt einzusetzen, lohnt sich. Musik.